Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, es geht für mich heute zum ersten Mal nach Afrika. Ich bin super aufgeregt und ich freue mich mega auf die Zeit. Und übrigens ist das quasi mein ganzes Hab und Gut. Also ich habe wirklich nichts mehr außer das. Ich habe jetzt auf den Rucksack gewechselt, weil ich das einfach noch ein bisschen cooler fand. Und viel, viel praktischer für die kommenden Reisen. Und ja, genau. Ich hätte nicht gedacht, dass in diese beiden kleinen Rucksäcke mein ganzes Leben passt. So Leute, wir sind durch die Sicherheitskontrolle und ja, es hat alles gut geklappt. Jetzt bin ich schon mega aufgeregt, weil jetzt gleich sofort der Flug losgeht. Und ja, es geht nach Tansania, nach Sansibar. Ich bin wirklich super aufgeregt, also ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt. Ich freue mich richtig, weil ich jetzt auch sehr, sehr lange auch in Deutschland war und es eigentlich, ja, ich kann es gar nicht mehr abwarten, jetzt nach Sansibar zu fliegen. Ich freue mich auch auf dieses neue Kapitel und vor allen Dingen, ja, neue Kulturen kennenzulernen. Ja, auch einfach einen ganz anderen Teil der Welt zu sehen. Eigentlich wollten wir erst nach Thailand fliegen, dann haben wir uns umentschieden, weil das ein bisschen schwierig war mit den Einreisebestimmungen. Und dann wollten wir nach Mexiko fliegen und dann kamen wir spontan jetzt auf Sansibar. Und ja, ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil wir nach der Flugbuchung super aufgeregt waren und super hyped direkt. Und ihr könnt es jetzt schon sehen. Ich freue mich richtig. Let's go. So Leute, wir sind jetzt in Katar angekommen und das ist mega ein komisches Gefühl, gerade weil ich das letzte Mal hier in Katar war am Flughafen, als ich nach Bali geflogen bin. Und ja, es kommt mir so vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und es ist einfach schon 10 Monate her. Richtig verrückt auf jeden Fall. Ja, jetzt warten wir noch 2 Stunden und dann geht's in den Flieger nach Sansibar endlich. Und ja, ich bin gerade einfach sehr, sehr dankbar, dass dass es überhaupt möglich ist, dass ich hier das alles machen kann und wird mir gerade mal bewusst und auch wie schnell die Zeit vergeht. Einfach diese 10 Monate, seitdem ich hier das letzte Mal war, ist einfach unglaublich krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das wird mir gerade mal nochmal so richtig bewusst und ja, man sollte echt irgendwie jeden Moment ja, als was ganz Besonderes sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns im Flieger und dann sehen wir uns auf Sansibar. Okay Leute, wir sind angekommen. Es hat gerade ewig gedauert bei der Immigration. Aber wir haben es geschafft und jetzt geht es zu unserer Unterkunft. Noch 1 Stunde. Du kommst nicht rein? Okay. So Leute, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht, geduscht und sind gerade ein bisschen heruntergekommen nach dem über 16-Stunden Flug. Es ist jetzt gerade 11 Uhr morgens, wir sind so um 8 Uhr angekommen und ja, ich bin eigentlich relativ fit noch. Mal gucken, wie das gleich sein wird wegen Jetlag und so, aber ja, noch bin ich auf jeden Fall fit. So sieht hier unsere Unterkunft aus. Ja genau, hier gibt es eine Chill Area, hier gibt es sogar eine Küche. Oder beziehungsweise, das ist glaube ich sogar ein Restaurant hier. Ja genau, und wir sind hier in dem Ort Nungwi, das ist im Norden von Sansibar. Und wir sind circa 1 Stunde vom Flughafen hingefahren oder vielleicht ein bisschen mehr.
Und für mich ist ja das erste Mal, dass ich nach Afrika geflogen bin oder jetzt das erste Mal in Afrika bin. Ich habe in oder während der Fahrt im Taxi die ganze Zeit Gänsehaut bekommen. Das war einfach für mich mindblowing in dem Moment. Einfach ein komplett neuer Kontinent, komplett neue Kulturen, komplett neue Eindrücke. Und das hat mich gerade so überwältigt, aber total im positiven Sinn. Und ich bin einfach super, super aufgeregt auf die nächste Zeit. Bin wirklich auch echt emotional im Taxi geworden, weil das einfach so, so überwältigend war. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas hattet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so eine Erfahrung auch schon mal gemacht habt. Bei mir war das echt selten bisher. In Asien hatte ich das auch schon ein paar Mal, aber so wie das gerade war, das war wirklich unglaublich. Genau, und übrigens haben wir jetzt für die Unterkunft 22,50 Euro die Nacht bezahlt. Wir bleiben jetzt erstmal 2 Nächte hier. Ich zeige euch das mal. Genau, da liegt, sitzt Katharina. Hi. Und ja, das ist unser bescheidenes Zimmer. Wir haben leider keine Klimaanlage, aber sollte wohl erstmal ausreichen. So von der Wärme ist es voll in Ordnung, aber ja, es geht noch. Wenn man sich ein bisschen bewegt, ein bisschen auspackt, dann wird es einfach schon warm. Ja, deswegen mal gucken. Wir werden uns bestimmt die Tage irgendwas holen mit einer Klimaanlage. Und das ist unser Badezimmer. Genau. Also 22,50 Euro die Nacht. Ja, ist okay. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Speedtest vom Internet. Der Moment der Wahrheit, ne? Das ist der Moment der Wahrheit. Einen Moment. Mindestens 3. Ui. Ui, okay. Das sieht nicht so gut aus, oder? Es reicht auf jeden Fall für unsere, das, was wir machen müssen, glaube ich. Echt? Es ist okay. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade zum Stand gelaufen, der so circa 5 Minuten von unserer Unterkunft entfernt ist. Und es ist Ebbe. Das Restaurant sieht richtig, richtig schön aus. Das ist einfach nur, wie gesagt, 5 Minuten vor unserer Unterkunft entfernt. Eigentlich sollten wir unseren Roller jetzt bekommen, aber der Typ ist nicht gekommen. Deswegen sind wir jetzt direkt zum Stand gegangen, aber mal gucken, ob der vielleicht später noch kommt. Wir hoffen uns einfach mal. Aber hier ist auch einfach niemand, das ist richtig krass. Guckt euch mal diese Restaurants da oben an. Wir suchen uns jetzt gleich was zu essen. Und das Wasser sieht einfach super schön aus. Und es ist einfach wie eine Suppe. Es ist so warm. Und die Kinder spielen da hinten. Okay, wir haben uns jetzt was zu essen geholt. Was ist das? Okay, sieht gut aus. Dann habe ich hier noch so einen Coconut Curry. Und mit dem View auf den Strand. Und ja, wir haben mega Hunger. Jetzt haben wir auf jeden Fall, ja, jetzt wird erstmal gegessen. Der Jetlag kickt gerade noch so ein bisschen rein. Ich habe jetzt gerade einfach 2 Stunden geschlafen und ich bin gerade richtig, richtig fertig, obwohl das hier nur 2 Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland ist. Aber wir haben halt die ganze Nacht nicht wirklich geschlafen im Flugzeug und sind gerade echt ein bisschen fertig. Wir haben auf jeden Fall gerade unseren Scooter bekommen. Und genau, das ist unser Scooter. Der sieht fast so ähnlich aus wie den Scooter, den ich auf Bali hatte. Der kostet jetzt $10 pro Tag. Wir haben in der Facebook-Gruppe gefragt und dann haben Leute geschrieben. Und das der eine, eigentlich haben alle geschrieben $20 und der hat schon $10, also haben wir den genommen. Genau, sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Kenwa. Okay Leute, wir sind jetzt in Kenwa angekommen. Und schaut euch das hier mal an. Wir schauen uns jetzt hier noch den Sunset an. Ist ja auf jeden Fall viel, viel größer auch als in Nungwi. Aber ja, genau. Ja, richtig schön. Und dann gehen wir gleich noch was essen. Ja, wir sind auf jeden Fall noch ziemlich fertig. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Es ist jetzt schon total anders, als ich es mir überhaupt vorgestellt habe. Aber dazu mehr in den nächsten Videos. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.